Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um Cero El Mero. Der hat einen neuen Song released. Einer von den Meros, von den Newcomern. Meiner Meinung nach ist Ferro der stärkste Arrow. Danach kommt auf jeden Fall der. Und dann Mero, obwohl der den meisten Hype genießen kann. Und zwar hat er jetzt einen neuen Track released, ohne Sinn. Und wie soll es auch schon anders gewesen sein? Denn der Track war schon geleakt. Den gab es ein paar Tage vorher schon. Naja, ich habe mal kurz reingehört und die Hook ist auf jeden Fall gesungen und sonst starke Rap-Parts. Wie gesagt, wir hören gleich rein. Cero hat es auch in seiner Instagram-Story dann ein oder zwei Tage davor gepostet. Irgendwie ist es Trend geworden, dass bei jedem die Tracks geleakt werden. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach sollten sich die Rapper mal zusammenschließen und denjenigen auf jeden Fall hochnehmen. Ich meine, das nimmt auf jeden Fall die Spannung weg und ja auch einiges an Geld, denn da geht schon einiges flöten, vor allem wenn Alben released werden. Ja, ich würde mal sagen, ich fackel nicht länger rum und los geht's. Frag dich, wo ich bin und wohin. Dreh ne Runde mit den Jungs, dann du redest ohne Sinn. Kopfweg, besser komm nicht. Walla, meine Waffe scharf und die Klinge rostig. Alkohol voll dich, Digga, wenn du fliegst, dann sitzt Cero El Mero im Cockpit. AMG, Baguette 10, Schläger hol aus Ralph Lauren. Mach ein Date laut, lass sie sitzen, wie die Lehrer mich im Bett drin. Okay, also auf jeden Fall stark Rap-Part. Meinung nach viel stärker als zum Beispiel Mero, flow-technisch, hier rap-technisch. Man versteht auch, was er sagt, wenn man da mitkommt, okay. Ist schon relativ schwer eigentlich, da es schon echt schnell ein schneller Double-Time hier ist. Aber auf jeden Fall gut gerappt, hat einen guten Flow. Meiner Meinung nach hat er oder zum Beispiel Ferro mehr Hype verdient als Mero, aber was soll man machen? Vielleicht kommt das Ganze ja noch. Auf jeden Fall starke Rap-Part hier. Bahn hatte meine Schrotzuckerzelle von den Nullen, Büro 4000 Milligramm Paracetamol. Fühl mich so wie 50 Cent im Bett, Cero El Mero for President. Immer wenn ich rausgehe, seh ich ein VW. Sirenen sind der Grund, weshalb ich aufstehe. Immer wenn ich rausgehe, seh ich ein VW. Sirenen sind der Officer, slide ich auf mein Benzer. Also auf jeden Fall hier mal gesagt, die Hook ist auf jeden Fall gesungen. Meiner Meinung nach hat die Hook auch kein Autotune, also ich glaube, der hat gar kein Autotune verwendet. Ich glaube, der hat es so gesungen, also man hört auf jeden Fall nichts. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Ja, mal abgesehen davon, dass die Bullen bei uns Benzer fahren, ist auf jeden Fall eine gelungene Hook. Wie gesagt, starke Rap-Parts, dann gesungene Hooks, ist ja sowieso gerade im Trend. Solche Lieder sind einfach dafür gemacht, dass sie endlos auf Spotify gestreamt werden, in Shisha-Bars etc. Das sind einfach Ohrwurm-Maschinen, ist einfach so. Ohne Sinn, ohne Sinn, ohne Sinn, ohne Sinn. Oder kann es sein, dass ich wieder zu schnell war? Ich glaub, der Officer slide ich auf mein Benzer, weil es. Also, wie gesagt, die Hook ist auf jeden Fall gelungen. Geht schon klar, das Lied nicht umsonst auch auf den Trends auf 1. Ich meine, das Lied hat jetzt auch schon 1 Mille Klicks. Respekt auf jeden Fall sei ihm gegönnt. Warum nicht? Wie gesagt, die Hook habe ich auch schon gehört in dem geleakten Song. Die Rap-Parts habe ich mir jetzt nicht gegeben davor. Aber ist auf jeden Fall ein gelungener Song. Mal schauen, wie oft es in Shisha-Bars und auf Spotify-Playlisten rauf und runter läuft. Dass ich Geld mach, ohne Sinn, ohne Sinn, ohne Sinn, ohne Sinn. Oder kann es sein, dass ich wieder zu schnell war? Trolling, genieße den Augenblick, fick morgen, packe den Preis ein. Crime Time, Digga, mein Beileid für dein Hype. Pump im Tanktop, Night Talk, Motherfucker, wenn ich einfach ins Oberland, denkst du, ich hätte ein Board. Jack und Models, Zarok, schießen für Bares, Fly Emirate, Kickschien, Bein gegen Nase. Also, der geht auf jeden Fall schon ab. Ich meine, die Rap-Parts sind hier schon echt Maschine, ohne Spaß jetzt. Wie gesagt, meiner Meinung nach unterschätzter Rapper, also zumindest von den Arrows gesehen, von den Newcomern. Mal schauen, was er in der Promophase von seinem Album noch so alles raushaut. Ohrwurm-Faktor ist hier auf jeden Fall schon gesichert. Wie die Rolex, Digga, kann Rap mit 2 so wie Moses. Für den Lohncheck, 7-4er Codex, bin so echt OPEX im Moped. Immer wenn ich rausgehe, seh ich ein VW. Sirenen sind der Grund, weshalb ich aufstehe. Immer wenn ich rausgehe, weshalb ich aufstehe. Ich glaub, der Officer snide ich auf mein Benzer, weil er sieht, dass ich Geld mach. Ohne Sinn, ohne Sinn. Naja, auf jeden Fall, zusammengefasst zum Song, ich meine, die Hook ist auf jeden Fall ein fetter Ohrwurm, ist einfach so, das ist schon echt konkret dafür gemacht, dass es auf Spotify rauf und runter läuft.
Die Rap-Parts, da kommt meiner Meinung nach sowieso keiner mit. Das ist ein fetter Double-Time. Ja, aber hier Rap kombiniert mit dem Gesanglichen, das ist einfach in zur Zeit. Die Rap-Parts und dann die Gesang-Parts. Wie gesagt, kann man feiern. Unterstützt den Jungen auf jeden Fall. Mal schauen, was noch so in nächster Zeit von ihm dann kommen wird. Ja, wie gesagt, streamt das Lied auf Spotify. Und in diesem Sinne, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal. Folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video.